Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute brechen wir auf zur Fernisland-Insel, um Mew zu fangen. Dafür benötigt ihr wie immer ein ungeschlüpftes Dekamark-Pokémon und müsst die Boxen korrekt benennen. Die Namen der Boxen habe ich euch in der Beschreibung hingeschrieben. Jedoch zeige ich sie auch nochmals langsam am Ende des Videos. Die Boxnamen im Video sind nämlich zu 100% richtig. Fehler sind halt leider schnell passiert und ich hatte mal einen Textfehler im Tutorial-Video zum ACE in der zweiten Generation. Da wurde ich zum Glück vor ein paar Monaten darauf hingewiesen und hab's abgeändert. Solltet ihr irgendwo einen Fehler finden, bin ich sehr, sehr froh, wenn ihr euch meldet. Vielen Dank schon mal dafür. Zurück zum Video. Wenn ihr die Boxnamen geändert habt, geht ins Pokécenter in Malvenfro City und brütet das Glitch-Pokémon aus. Sobald es geschlüpft ist, geht zu diesem NPC hin und ihr erhaltet die alte Karte. Speichert am besten jetzt ab und entfernt dann Dekamark. Wie ihr das macht, findet ihr jetzt in der Infobox und auch in der Beschreibung. Speichert nach dem Entfernen einfach zur Sicherheit wieder ab. Jetzt geht's auf zur Fähre in Segrasul City und dann auf nach Fernisland. Da das ganze inklusive Text des Captain auf Deutsch nicht auf YouTube oder sonst wo zu finden ist, dachte ich mir, ich lasse das Video mal komplett ohne weitere Synchro bis zum Schluss laufen. Deshalb viel Spaß weiterhin beim Video und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten wieder.